Hallo, lieber Fußballfreunde. Meine Meinung von RTFC Magdeburg. Ich finde von RTFC Magdeburg, ich großartig gänge, wird schwierig von zweiter Liga. Kann ich. Letzte Saison war jedenfalls gegen alle von RTFC Magdeburg abgestiegen. Aber hat RTFC Magdeburg gefangen. Aber ich finde, von RTFC Magdeburg ist zwar der Ligamannschaft, ja, eigentlich Kaiserslautern eigentlich auch. Ich finde, von RTFC Magdeburg, das passt nicht Bundesliga rein. Gar nicht. Überhaupt nicht. A, viel zu kleines Stadion. Ich finde, andere zwei Vereine, das gerade Bundesliga gerade ist, ebenfalls viel zu kleines Stadion. St. Pauli und Holstein Kiel. Gleiche wie RTFC Magdeburg auch. Da muss, Meinung nach, Stadion muss man bauen. Was meinen euch? 20.000 Leute ranpassen? Oder ein Stadion so bauen? 30. Mh, 9.000 Leute ranpassen? 9.000, 10.000, 10.000 Leuten von Heim, Block und Auswärtsblock finde ich 9.000. Geben Vereine, das 9.000er hat von Fans von Auswärts fahren. Heimseite 11.000 Leuten und Auswärtsleuten 10.000. Etwas bisschen mehr Werbung machen, von eigener Sache noch mehr Fans kommen kann, mehr jüngere Leuten, egal ob sie jung ist oder alt sind, spielt keine Rolle. Das ist eine Fußball. Egal, das Kleinkind ist oder ganz normale, naja, ganz jugendlicher. Beispiel 8-Jährige, 5-Jährige Beispiel, bis 10 Jahre jung. Und jüngere Fans kommt, dass so von RTFC Magdeburg das Herz drin ist, dieser Verein, wird auch da bleiben. Namen heißen Transitionverein. Ältere und jüngere. Vor 30 Beispiel. Oder 80 oder 90-Jährige und ein paar jüngere Leute auch noch. Egal, ob es Jungs ist oder Mädchen ist, spielt keine Rolle. Ich finde, von Fußball ist Mannschaftssport, ist auch Mannschaft von Fans. Generell von ganzen Fußballvereinen, auch von RTFC Magdeburg. Ja, jedenfalls von RTFC Magdeburg. Kleine, schöne Stadion. Es kann auch eine geile Stimmung werden, kann, ja. Aber muss ein etwas großer bauen.
mehr Fans reinpassen kann, wenn das irgendwann das Bundesliga aufsteigt. Wenn überhaupt das aufsteigt, das wird eine andere Sache. Von Fans Beispiel, es kommt immer mehr. Beispiel von anderen, Beispiel Ukraine-Leuten, was das Deutschland kommt, wenn das ein bisschen ablenken kann, wo es da seine Haus so abgeht, ist vom Fußball besten Medizin für alle Länder und ganze Welt. Ich sage mal, viel Spaß mit diesem Video, lieber RSFC Magdeburg.